Hallo, Hallöchen und herzlich willkommen zurück zu Folge 3 mittlerweile. Hier haben wir in der letzten Folge gestoppt. Wir müssen die Lieferscheine vertauschen. Statt von einem Computer. Achso, wir müssen hier drin wahrscheinlich erst nochmal ganzen Spaß aktivieren. Ich stand ja direkt davor. Tür auf. Damit wir an den Sprengstoff kommen, den wir natürlich dringend benötigen für unseren Rachefeldzug. Links steht keiner. Vorne haben wir zwei. You hear the new engine announcement about their new biofuel? They say they're going green by the end of... Müssen wir mal schauen, wo wir uns am besten verstecken. Die werden sich ja sicherlich noch trennen. Ich glaube auch nicht dran, dass die was für die Umwelt tun wollen. Ich hoffe jetzt einfach mal, dass der sich nicht so schnell rumdreht. Aber aktuell macht uns das Spiel das hier doch alles noch relativ einfach. Ich denke mal, im späteren Verlauf müssen wir dann doch etwas länger beobachten. Der Raum scheint erstmal sicher zu sein. Ja. Ein paar Pfeile stecken wir uns natürlich ein. Ja, weiß ich doch. Soll uns das irgendwas sagen? Weiß es nicht. Hier aufmachen und den Typen niederknüppeln? Ne, das wird auf jeden Fall nichts. Da steht gleich der nächste daneben. Ich glaube, wir probieren das erstmal von der anderen Seite. Fenster hier offen? Ne. War so gut geputzt. Ein Fahrstuhl. Naja, dann nehmen wir den erstmal. Gibt anscheinend nur ein Stockwerk. Mehr zur Auswahl hatten wir nicht. Raum ist auch sicher. They're not running the most attractive operation here. I mean, they're pumping out weapons for Endrin, not selling timeshares. Looks probably aren't their priority. Da aus dem Schleichenmodus können wir wirklich nicht raus. Wir können uns bloß in den Wolf verwandeln. Hier kommen wir anscheinend nicht rein. Na gut, dann gehen wir mal hier den Weg. Machen wir. I made it to the delivery bay. Good. See that command post next to the gate? You should be able to open things up for me from there. Ja, aber wie sollen wir die da unten ausschalten? Die gucken beide zu uns. Sehen sie uns doch nicht, wenn wir hier runterspringen. Gott, die habe ich ja gar nicht gesehen. Ne, wir müssen die andere Seite lang. Das ist mir zu risikohaft. Oh Gott. Wird komplizierter. Also kurz im Sichtfeld darf man anscheinend sein. Aber die sehen mich doch. Wenn ich den einen umbringe. Ah! Rätsel gelöst. Doch wieder hier rum. Jetzt werden die uns kurz sehen. Aber war noch in Ordnung. Drin war keiner, ne? Ne, da waren wir ja davor. Der Zorn erhöht sich. Oh Gott. Ist wieder hier lang gekommen. Sehen uns die da drüben wieder. Oh nein, nein, nein. Das war eine knappe Geschichte. Zum Glück sind die alle sehr blind. Oh nein, oh Gott. Das war nicht so geil. Nee, wir müssen hier wieder rum. Lauf schneller.
gesehen da hinten? Nein, sie haben es gesehen. Ach, verdammt. Na gut, dann noch ein Versuch. Kann ja nicht immer alles beim ersten Mal klappen. Aber zum Glück. Wissen wir doch alles. Zum Glück sind die Checkpoints immer relativ nah, sodass wir nicht allzu viel wiederholen müssen. Läuft er jetzt von alleine weg oder müssen wir uns dem erst nähern? Naja, wir gehen mal hin. Eine Kamera da oben. Erst jetzt klappt das. Wieder zurück. Und ihn hier schnell ausgenockt. Ich weiß nicht, ob die Deckung hier reicht, ob der uns dann sieht. Zuerst mal warten, dass der wieder hier vorkommt. Wundert sich natürlich nicht, dass sein Kollege weg ist. Kann ich direkt in die Pause gegangen. Reibt sich auf. Kiste, Kiste, noch eine Kiste. Dachte irgendwie, er dreht sich ein bisschen weiter nach links. Haben die alle Sonnenbrillen auf? Hier drin ist voll dunkel. Und hinterher. Wir sind so verdammt langsam. Wir müssen den erwischen, bevor der da vorne ist. Komm schon, komm schon, komm schon, komm schon. Das war echt knapp. Hier kommen wir nicht rein. Da haben wir noch einen. Da. Da habe ich mir ganz kurz so ein bisschen in die Hose gemacht. Wo geht die Kamera hin? Bleibt größtenteils auf dem Bereich hier. Das heißt, wir können hier hinter. Sind ja noch drei. Aber wir schaffen das. Bewegen sich bestimmt, wenn wir jetzt hier warten. Oder auch nicht. Also ich mag ja so Spiele, wo man stealth-mäßig unterwegs ist. Wenn das Kämpfen zwar sehr viel Spaß macht, also unentdeckt bleiben und sich ein bisschen so eine Strategie ausdenken, wo man am besten hinläuft. Kommen die Erinnerungen an Hitman hoch. Weiß halt nicht, ob die uns sehen, wenn wir jetzt hier langlaufen. Waren das die, die wir von vorne gesehen haben? Anscheinend. Die haben sich jetzt... Ah ne, das sind die nämlich. Können wir hier rein, ohne dass ihr mich nervt? Jo. Alle Ohrstöpsel drin und Sonnenbrille auf. Abdunklungsfaktor 1 Million. Macht uns das Leben hier leicht. Dusk, you're up. Once I've got their attention, you go find what we came for and slap on this fancy new delivery label. Got it? Got it. Wo müssen wir denn? Oh oh. What are you doing here? I'm just here for a pickup, man. Pickup? What are you talking about? There's no pickup on the schedule. Second one, I gotta be honest. You really think I'd drive all the way out to the ass end of nowhere if I didn't even have a pickup? Ja, diskutiert mit ihnen rum. Wir haben jetzt im Computer anscheinend einfach eingetragen, dass er eine Lieferung bekommt. Und auf jeden Fall wieder an den vorbei. Der eine guckt aber... Nee, der guckt nicht in die Richtung. War sein Hinterkopf. Nicht, ob es da schlauer wäre, ab und zu mal den Wolf zu nehmen. Kann nämlich auch cool schleichen. Kann auch rennen. Nämlich mit dem normalen Charakter nicht. Aber ich würde sagen, das geht. So, hier ist offen. Da hinten ist eine ganze Armee. Ahne Schlimmes. A
According to the intel we received, the crates of explosives should be stored around here. Extra noch mal im abgesperrten Bereich, so wie sich das gehört. Mal ganz kurz krabbeln, dann geht's weiter. Das sieht mir stark nach Sprengstoff aus. All right, Dusk. The delivery label's been switched. Then it's time for us to get the hell out of Dodge. Wait. I smell something. Give me a minute to check it out. Das war ich, konnte es mir nicht mehr unterdrücken. Bedrohung und Penumbra-Vision. Mit der Penumbra-Vision kannst du spezifische Bedrohungen wie etwa Silber entdecken. Oh oh. Das ist alles Silber, ja? Schaffner sind meistens nicht so böse. Was arbeiten die denn? Oh Gott. Iron Man kommt als nächstes als Gegner. Legen Sie die Silberkugeln Silberkugeln erstmal zur Seite. Der Kunde hat den Boss noch nicht bezahlt. Orloff hat angeordnet, dass nichts geliefert wird, bis die Rechnung bezahlt ist. Okay. I knew I smelled it. Silver. Whoever ordered this intends to kill Garou. Dusk, they're shipping out silver bullets. You know what that means. Change of plans? Change of plans. I need to find out who's buying these bullets and why. Buy me some more time. Planänderungen sind's doch meistens. Aus denen irgendeine Scheiße vorgeht. Ich mag's, wenn's nach Plan läuft. Aber es wäre ansonsten auch zu langweilig. Na gut, hier ist keiner, da können wir mal ein bisschen rennen. Ach, sogar direkt hier gefunden. Natürlich auch nett, dass es grün leuchtet. Die anderen haben nämlich alle rot geleuchtet. Der eine steht mit dem Gesicht zu hier. Eher unpraktisch. Endrun hat die also bestellt. Ach, wir hätten noch einfach hier durchgehen können. Alles klar. Ja, das sind mir ein bisschen zu viele. Aber ich wüsste auch nicht, was ich machen soll. Gut, jetzt, na doch, der eine guckt hierher. Wenn er immer mal runter guckt. Aber wir sollen irgendwie dahinter gelangen. Ach, da ist auch noch einer. Ach, wir können da drüben lang, okay. Also mit den grünen Leuchten ist wirklich nett. Macht uns das Leben einfacher. Hier war auf jeden Fall gleich einer. Gott. Da sieht jemand. Ging aber noch. Was machen wir denn am besten? Hier kommen wir nicht durch. Der eine guckt halt leider auch in die Richtung hier. Bin hinter der Kiste. Hör auf zu gucken. Wegen tun die sich aber alle nicht und ausschalten wird nichts, so eng wie die beieinander stehen. Weil hier hinterlaufen klappt doch auf gar keinen Fall. Hab ich irgendwas übersehen? Die Tür hier geht nicht auf, ne? Jetzt direkt in den offenen Zweikampf, glaube ich, ist auch nicht das Ziel. Ja, sieht uns auf jeden Fall dort. Oder? Ah, sie sehen. Shit.
Nein, haben wir jetzt verloren? Ne, wir können anscheinend in den Kampf. Intruders. Game over. Ach Mist. War eigentlich gar nicht so verkehrt. Wieder bei den Wissenschaftlern. Silberkugeln haben wir entdeckt. Dann einmal schnell hier lang. So, durch den Schacht durch. Aber ausschalten kann ich die auf jeden Fall nicht. Hier hinten lang, da werden die mich auch sehen. Oder bin ich doch zu weit weg? Ah. Ah, okay. Schnell weg, schnell weg. Gut, ging so. Komisch, dass uns das Spiel gesagt hat, dass wir da hinten lang sollen. Und es uns markiert hat mit dem grünen Blinkerlicht. Gehen mal kurz hier lang. Vielleicht können wir uns ja hier hinten durchschleichen, wenn es jetzt nochmal nach links geht. Jawohl. Das war da. Hä? Wurde ich denn jetzt gesehen? Das würde ich gerne mal wissen. Vielleicht nass geworden, haben nach nassem Hund gerochen. Kann natürlich auch sein. Gut, ganz schnell hier lang. Bitte keine Augen. Keine Augen. Danke, Auge. Oh Gott, es war so gut wie voll. Merkt natürlich keiner, dass hier auf einmal ein Fahrstuhl hochfährt. Ich glaube, die haben alle gesoffen. Speichern erfolgreich, das ist doch schön. Links oder rechts? Könnte der Boss sein? Oh, paying, clearly. You're not getting anything until Endrin is paid up. You can tell that to your President Watkins in person. I don't think you understand what's at stake here. Oh, I understand that you've just been attacked and you're looking to hit back. I also understand that you need our ammunition to do that. And we've got that ammunition right downstairs, ready and waiting to go as soon as you've paid us. Sorry, Major. The business is business. Well, fuck you two. Then we'll attack Tarker's Mill without your help. And rest assured, Mr. Watkins will hear about this. Tarker's Mill? Hey! You and I need to talk. Who are you? How'd you get in? What? I'm asking the questions. Who are you talking to? The woman! And what's this attack on Tarker's Mill? I'm calling security. Try it and it'll be like... Let's do this thing and die! Oh Gott. Bollocks! Security! Alert! Ich hatte eigentlich auf zornig werden gedrückt, weil ich dachte, wir können ihn ausschalten, bevor Security ruft. Ich weiß nicht, ob ich jetzt... Oh Gott. Oh gut, der war doch relativ schnell K.O. Oder haben wir nur weggeworfen? Nö, der war schnell K.O. Ach, shit. Die starken Typen müssen wirklich schnell erledigt werden. Mist, wir müssen mehr ausweichen. Ach, shit. Nimm den doch. Geh hin. War das der letzte? Scheint der letzte gewesen zu sein. Tarker's Mill, my old cairn. Adana. I have to Wir go sind back. Ein Level aufgestiegen. Geisterpunkte und Fertigkeitenbaum. Drücke P zum Öffnen der Fertigkeit den Baums. So rum. Kahar gewinnt an Erfahrung bei Missionen oder durch das Finden von Geistern und schaltet so über den Fertigkeitenbaum neue Fertigkeiten frei. Würde ich sagen, machen wir das doch mal direkt. Was gibt's alles Schönes? Elektropfeile, vernichtet Sicherheitskameras, Verstärkungseinheiten und Geschütze. Könnte sehr praktisch sein. Wenn du feindlich ausschaltest, erhöht sich nun der Zornzugewinn noch mehr. Haben wir bis jetzt noch nicht gebraucht. Zeitlupe wird jetzt aktiviert, wenn du mit der Armbrust zielst. Das hätten wir gleich beim ersten gebrauchen können.
Spirituelle Verbindungen der Lupus erkennen entfernte Geister problemlos. Und gewinnt einen zusätzlichen Platz hinzu. Taktisch und Kampf haben wir noch. Kann nur in der Luft mit Rasen angreifen. Nach einer Heilung stellt der Greeners nun zusätzliche Gesundheit wieder her. Wenn er Feinde trifft, auch nicht schlecht. Der Greeners kann nun brüllen, wirft Gegner zu Boden. In der Elan-Haltung generiert der Greeners bei erfolgreichen Treffern mehr Zorn und Wut. Und vorwärts und zerschlitzt dabei alles. Man kann ihn nicht mehr unterbrechen. Bei der Aktivierung von Raserei wird eine automatische kostenlose Heilung ausgelöst. Klingt alles nicht verkehrt. Aber ich glaube taktisch mit den Kameras ist mir erstmal am liebsten. Mit der Armbrust ist zwar auch cool. Wenn wir natürlich Sicherheitskameras. Kann ich das nicht? Da haben wir das jetzt schon. Nee. Genug Geisterpunkte erlernen 1. Ach, wir müssen gedrückt halten. Alles klar, das war mir nicht bewusst. Ich würde sagen, wir nehmen das, weil wenn wir die Sicherheitskameras ausschalten können, haben wir auf jeden Fall mehr Bewegung. Oder mehr Bewegungsfreiraum in den Maps. Ja, war doch ganz cool bisher. Mir gefällt das Spiel aktuell sehr, sehr gut. Ich hoffe mal, dass es in den nächsten Folgen genauso bleibt. Morgen 16 Uhr geht's dann weiter. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis dahin, macht's gut.